Ich zeige euch heute, wie ihr diesen tollen Sattelhalter für eure Schleichsättel baut. Dafür braucht ihr Bastelsperrholz, eine Laubsäge, Bastel- oder Holzleim, eine Feile, einen Stift, ein Geodreieck und ein Rundholz. So, zunächst müsst ihr mit dem Geodreieck die Länge einzeichnen. Das wären 11 cm. Die Breite beträgt ebenfalls 11 cm. Achtet darauf, dass ihr immer einen 90-Grad-Winkel habt. Das Ganze sieht dann so aus. Als nächstes sägt ihr die ganze Fläche mit der Laubsäge aus. Dann habt ihr so ein Quadrat. Das wird eure Rückwand. Als nächstes zeichnet ihr 6 Streifen ein. Die Länge beträgt wieder 11 cm und die Breite jeweils 1 cm. Das sieht dann so aus. Nun zeichnet ihr alle 6 Streifen. Diese Streifen sägt ihr dann wieder mit der Laubsäge aus. So, das sind erstmal all unsere Flächen, die wir zunächst brauchen. Diese feilt ihr dann mit der Feile alle gerade, so dass wir schöne gerade Kanten erhalten. Das sieht dann ungefähr so aus. Wenn es nicht ganz so gerade wird, ist es auch nicht so schlimm. Dann nehmt ihr euch das Rundholz und schneidet 6 Stücke ab, jeweils 1 cm Länge. Dasselbe macht ihr dann nochmal. 4 Stücke mit 2 cm Länge für die Sättel. Als nächstes faltet ihr wieder alle Stücke gerade. Jetzt können wir anfangen zu kleben. Als erstes klebt ihr alle 4 Seitenteile auf. Vorne und hinten. Das sieht dann so aus. Dasselbe klebt ihr dann nochmal auf die Rückseite. Damit alles gut trocknet, könnt ihr die Klebeteile auch mit kleinen Bastelschraubzwingen oder mit Wäscheklammern fixieren. Nun nehmt euch 2 von euren kleinen 1 cm Rundhölzern und klebt sie unten als Haltefuß auf. Achtet darauf, dass ihr die Standfüße ganz unten gerade an die Kante klebt, sonst fällt euer Sattelhalter später um. Das lasst ihr jetzt alles 5 Minuten trocknen und später könnt ihr den Test machen. Jetzt tragt ihr den Holzleim auf eine Platte auf, die ihr sofort auf die Standfüße kleben könnt. Das gibt dem Ganzen mehr Stabilität. Und das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Jetzt könnt ihr die letzte Platte aufkleben. Die kommt ganz nach oben, als kleine Versiegelung. Nun kümmern wir uns um die Aufhänger. Für die Trensen und Sättel. Nehmt euch zum Abmessen der Abstände am besten einen Sattel und eine Trense und macht euch mit dem Geodreieck kleine Punkte, wo hinterher die Aufhängung drauf soll. Die 4 2 cm Rundhölzer klebt ihr in die Mitte. Da kommen später die Sättel drauf. Die 4 1 cm Rundhölzer klebt ihr links und rechts neben die Sattelhalter. Fertig ist der Sattelhalter. Lasst alles gut trocknen und dann könnt ihr ihn noch nach Belieben verzieren oder anmalen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert uns, liked uns auf Facebook und gebt uns einen Daumen nach oben. Viel Spaß mit eurem Sattelhalter!